Child in Time, Deep Purple. Oh yeah, let's try that one. That's perfect. Oh, that's good. It's good, no? That's gonna be very good. Okay, good. I do one more though. Child in Time. I'll be back here later on with all with the You clan. Are the artist. He's the artist. Yes, yeah, you're the artist. Is this really? Christian, wäre toll, wenn du uns ein bisschen was über deine Arbeit hier erzählst, die du bei Bruno zeigst und bei der Nicole. Ja, es ist The Day We Met heißt die Installation. Es ist eine Karaoke-Bar. Ich habe in Seoul in Korea eine Ausstellung gehabt, das war 2003, und habe da einige Erfahrungen mit der Karaoke gemacht und dachte dann, neues Karaoke-Video zu produzieren für die. Also das ist für ein Museum entstanden, für das Art Songe Center ursprünglich. Und ich habe mit der größten Karaoke-Firma zusammengearbeitet, Taijin Media. Die exportieren in die ganze Welt und produzieren auch Musikvideos für diese Karaoke-Maschinen. Und dann habe ich gesagt, das Budget des Museums setze ich ein in Neuproduktion für neue Karaoke-Videos. Und dass sie das Videomaterial, was sie mit mir produzieren, auch in ihren Maschinen einbauen können. Das heißt, es gibt tausende von Bars, in denen Teile, Elemente davon auch abspielen weltweit, weil Taijin Media das in ihre Geräte eingebaut hat. Die Version, die man hier sieht, sind ausschließlich meine Videos. Wir haben 5 Filme produziert und diese 5 Filme laufen zu 2000, 3000 verschiedenen Songs, die auch internationale Songs sind. Eine Sekunde. Hier sieht man so ein Songbuch. Man sieht, es gibt hier also englische Titel, wir haben hier japanische Titel, wir haben hier koreanische Titel, chinesische Titel. Es gibt hier auch sogar indische Titel, glaube ich, drin. Also es ist jedenfalls ein kunterbuntes Gemisch von Songs, weltweiten Songs, Popkultur aus der ganzen Welt, die immer wieder wie eine Collage sozusagen zu meinen Karaoke-Videos laufen. In diesen Videos habe ich dieser Firma gesagt, dass ich als ein Schauspieler da drin agieren muss, sonst produziere ich das nicht. Und das heißt, die Skriptautoren in Korea hatten sozusagen diese schwierige Aufgabe, mich da einzubauen, und haben mich immer zu einer zentralen Figur gemacht und Geschichten darum erfunden. Und die meisten dieser Geschichten, der Liebesgeschichten, enden nicht besonders gut. Einmal werde ich dafür bezahlt, die Frau zu verlassen von den Eltern, die schmeißen mir so Geld auf den Tisch. Und das ist wohl üblich in Korea so zu machen, wenn man nicht mit demjenigen einverstanden ist, der Tochter Avancen macht. Und es gibt andere Momente, die enden mit einem Autounfall. Also es ist relativ dramatisch, was da passiert. Nur eine Sache hat ein Happy End sozusagen. Und wer hat sich die Storys ausgedacht? Du? Nein, wie gesagt, das ist ja bei mir immer so in den Arbeiten, dass ich da so andere Autoren drin habe. Und diese industriekräftige Firma Taijin Media für Karaoke hat ihre Skriptautoren damit beauftragt. Hier gibt es einen weißen Mann, der in Korea ist. Bitte baut den an. Das ist so ein bisschen Madame Butterfly andersrum. Also du hast gar nicht gewusst, was da passiert? Ich wusste nicht, was für eine Geschichte mit einbauen. Ich kam am Morgen des Drehtags da an und dann kam so ein koreanischer Regisseur auf mich zu. Ein Übersetzer hat mir erzählt, was ich machen soll. Die haben sich die Locations ausgedacht, die Skripts ausgedacht. Es gibt ja kein Skript. Man hört ja die Musik, man soll ja dazu singen. Aber mir wurde erzählt, fahren wir an den Strand einen Tag, einen anderen Tag gehen wir mal durch die Altstadt von Seoul etc. Die hatten also ihr komplettes Skript fertig und ich habe mich einfach als Material hingegeben, um da zu agieren und für die so gut wie ich es kann zu schauspielern. Und was war die Herausforderung dabei für dich? Ja, das haben mich auch einige Leute gefragt. Einige von meinen Freunden haben gesagt, du spielst ja gar nicht. Die Herausforderung war, die Firma zu überzeugen, das zu machen, das in die Maschine einzubauen.
die Herausforderung war, den Anforderungen dieses Regisseurs gerecht zu werden und naja, sich das überhaupt erstmal auszudenken. Und deine Idee, was war die dann? Meine Idee war, das zu initiieren. Okay. Ja, es geht ja um East meets West, Culture Clash, Lost and Found in Translation. Also da kann einiges passieren. Es geht um Popkultur, um die ganze Welt, um eine Verwurstung von Kunst. Wenn ich hier von, keine Ahnung, von Falco bis Madonna die Interpretation, die Selbstinterpretation höre, wie die Musiker aus Korea diese großen Songs nachinterpretiert haben. Ja, das ist ja auch über ein Worldwide Exchange von Kultur. Und wie das sich sozusagen weiterformt, immer wieder abgebildet wird. Und wir jetzt auch hier das 2013 entstanden, aber jetzt eben 2016 in Köln. Wer wird nachher hier drin sein und das mitsingen und neu interpretieren etc. Es geht auch um eine Verwurstung von Kultur und Kunst. Aber auch gleichzeitig mit Verwurstung was neu zu schaffen, das neue Collage, ein neues Einschreiben. Was ist dein Lieblingslied? Oh, so many. Also, ich kann ja mal gucken, was ich da... Ich bin leider jetzt gerade in Korea, davon kenne ich keins. Das ist auch koreanische Untertitel, das hilft mir nicht weit. Aber was sehe ich hier? Wider Shade of Pale. Du hast gesagt, es gibt Falco. Was gibt es von Falco? Ich habe hier auch drin Genie. Das habe ich auch sehr oft und sehr gerne gesungen. Ich habe ja schon sehr oft diese Installation irgendwo installiert gehabt. Ob das auf der Messe in Miami war oder ob das auf im Museum in Seoul war oder in Spanien etc. Und oft vergisst man sich da drin nach einer Zeit. Und das Museum muss einfach länger geöffnet sein. Und ich habe schon sehr viele lustige Ausstellungen und auch Abende in dieser Karaoke Installation erlebt. Ja. War es eigentlich schwierig, die Firma zu überzeugen, dass sie da mitmachen? Ja, das war schwierig. Ja, es war schwierig, aber es war nicht unmöglich. Die haben dann irgendwann auch gesagt, na gut, der ist so verrückt, uns diese Videos zu produzieren. Normalerweise bezahlen sie ja den Regisseur, was zu machen, ihre Skriptautoren. Jetzt haben wir einfach gesagt, okay, wir machen was für die Kunst, aber auch gleichzeitig was für sie. Das Ding ist sozusagen ein duales Objekt, mal im... Win-win. Na, ja, Win-win. Die können das mitnehmen, machen was daraus, haben es für sich benutzt und ich habe es für mich benutzt. Ja, benutzt, gebraucht, jeder hat seinen Spaß damit gehabt. Okay. Und hat ihn noch. Ja, danke dir. Die ist eigentlich auch ganz gut untergekommen. Das ist jetzt auch... Nochmal kurz, um die Kunstmesse zu unterstreichen. Ein paar Installationen davon sind an guten Orten, ne? Schon untergekommen. Das Museum in Korea hat das Ding. Es ist in den USA in einem Museum. Ich überlege gerade, wo die anderen Sachen sind. Auch der Harald Falkenberg hat auch schon eine Edition damals schon also bei der Entstehung sich geholt. So, und hier haben wir noch eine Art des Buch stehen. You better close your eyes and bow your head.